Mann, wie soll ich hier in dieser Stadt in dieser Uhrzeit noch irgendeine Unterkunft finden? Ja, die Hotels sind ausgebucht. Ich kann jetzt nichts mehr reservieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich übernachten soll. Ich glaube, nur eine Person könnte mir da vielleicht weiterhelfen. Wer ist denn das um die Zeit, wer mich da noch anruft? Hallo? Yo, hi Dieter, hier ist Tobi. Yo, Tobi, altes Haus. Na, wie kann ich dir heute wieder weiterhelfen? Ja, es ist gerade so, ich bin in Osaka, es ist 22 Uhr, ich habe noch keinen Platz zum Schlafen und ja, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Kannst du mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen? Na, wie wär's denn, wenn du heute Nacht einfach in einem Love-Hotel übernachtest? Love-Hotels? Ja, Love-Hotels, ja. Das ist ganz normal in Japan, gibt es ziemlich viel. Es sind einfach so Hotels, wo du für ein paar Stunden oder halt für eine ganze Nacht übernachtest. Da gehen hauptsächlich halt Paare hin, um da biologisch richtig gesehen den Koitus auszuüben. Ja, ein bisschen Liebe machen. Das ist halt vor allem in Japan beliebt, weil halt viele Leute noch bei ihren Eltern leben lang und ja, die Wände sind zu hellhörig und ja, und da ist einfach einfacher, ne, wenn man dann ins Hotel geht und es macht. Und da kann man auch alleine einfach übernachten. Ja genau, sollte gar kein Problem sein. Das Gute ist halt, dass man da eigentlich auch gar nicht reservieren kann. Du guckst einfach, welches Zimmer passt dir dort, nimmst eins, zahlst und dann kannst du übernachten dort im Love Hotel. Danke dir, dann werde ich mal versuchen. Jo, gerne, pass auf dich auf, Tobi. Jo, alles klar. Ciao, ciao. Mach's gut, mein Lieber. Treib nicht zu wild, jo. So, und da würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Love Hotel. So, und da bin ich jetzt vor meinem Love Hotel angekommen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir gehen rein, wir gehen in mein Zimmer und ja, den Rest zeige ich euch dann. Let's go! So, ich bin jetzt hier im Eingangsbereich angekommen. Ich habe das eigentliche Zimmer noch nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt richtig gespannt, wie es aussehen wird. Also, das ist das Zimmer in einem Love Hotel. In Osaka. Boah, krass. So, und bevor wir uns das Zimmer ein bisschen genauer angucken, kurz ein paar Eindrücke von mir. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist schon, dass es irgendwie ein bisschen, ja, wieder so retro wirkt. Ein bisschen älter, sag ich mal. Und ich glaube, es ist bei vielen Love Hotels so, dass sie halt damals in den 80ern irgendwie gebaut wurden. Also wirkt es zumindest. Ja, und ansonsten war es wie im Love Hotel gewöhnlich, gab es so die Zimmer, ne, ein paar Bilder von den Zimmern und die Zimmernummer und so. Und da kann man sich das halt aussuchen, in welches Zimmer man will. Und vom Love Hotel dann die verschiedenen Preisangaben für die Zeit, die man da ist. Das ist natürlich von Zimmer zu Zimmer unterschiedlich, aber da steht dann drauf, ab diesem Preis kann man übernachten oder ab diesem Preis kann man hier 2 Stunden verbringen. Also ich würde dann sagen, wir gucken uns das Zimmer mal ein bisschen genauer an. Hier ist der typische Eingangsbereich, ne, wo man seine Straßenschuhe halt außen lässt und dann hat man ein paar Schlappen. Ich schlüpfe mal rein und dann hinter dieser Tür kommt dann das Zimmer. Und ja, das Erste, was einem natürlich auffällt, ist dieses Auto hier, ne, einfach so ein Auto reingebaut, ja, durch die Wand sozusagen, also zumindest so soll es wirken. Und ich bin mal gespannt, ob man da reinkommt, das wäre natürlich richtig geil. Ich versuch's mal aus. Tatsächlich, wie geil, die Tür öffnet sich und man kann hier einfach in das Auto steigen, so richtig oldschool. Das ist echt so ein oldschool-Feeling hier, weil ich ehrlich gesagt nicht wissen will, was hier schon alles gemacht wurde. Das ist cool, man hat hier so einen Blick auf den Fernseher. Das ist schlau gemacht, ne? So ein bisschen Autokino-mäßig. Also das ist echt ein cooles Feature, ne? Auch für 2 Personen kann man machen. So, und dann fällt mir halt direkt auf, erstmal man hat hier so eine Lampe, ne? Für die Atmosphäre. Dann hier der Boden ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr wisst glaube ich, was ich meine, so ein bisschen westlich. Dann hier 2 Stühle, ein runder Tisch und ein riesen Fernseher. Also echt ein riesen Ding. Dann hat man hier Fenster. Okay, dahinter befindet sich das eigentliche Fenster und das kann man tatsächlich öffnen. Weil das ist ja oft so, dass in Love Hotels es keine Fenster gibt, beziehungsweise die Fenster irgendwie abgedunkelt sind oder was auch immer, wegen der Privatsphäre. Man will ja nicht beobachtet werden, zumindest nicht die meisten. Und dann hier der 2. Fernseher und da kann man vom Bett aus fernsehen und hier halt vom Auto aus.
dann hat man hier das Bett. Und ihr seht, das ist echt ziemlich groß. Ich glaube, die Bettgröße nennt man irgendwie King Size oder so. Kann man sich natürlich denken, Love Hotel. Man braucht natürlich genug Platz, um dann Sport zu machen. Was sieht man hier? Erstmal eine Lampe ziehen und sie geht nicht an. Okay. Und dann steht hier Free Wi-Fi, Wi-Fi-Information. Und ganz klassisch für ein Love Hotel, zumindest nach meiner Erfahrung, ist eben ja diese Gerätschaft hinter dem Bett, wo du das Licht so ein bisschen einstellen kannst, die Dämmung einstellen kannst. Aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr oldschool irgendwie aus. Und auch das Telefon daneben sieht sehr oldschool aus. Dann hast du hier direkt neben dem Bett Taschentücher und Mülleimer. Keine Ahnung, warum das so eingerichtet ist. Und was dir natürlich auffällt, ist, dass dann hinter dem Bett alles mit einem Spiegel bedeckt ist, sozusagen, hier bis oben hin. Dann hat man hier neben dem Bett auch nochmal einen Spiegel und eine Tür. Mal gucken, was passiert, wenn man die öffnet. Oh, da kommt man zum Badbereich, zum Badezimmer. Man sieht wieder große Spiegel. Hallo, Föhn, bisschen Lotion, ne? Bisschen Shampoo, dies, das. Und dann halt Becher, Waschbecken. Sieht auch ein bisschen oldschool aus. Und ja, dann hat man hier noch ein paar Sachen. Typisch hotelmäßig, ne? Bürste, Zahnbürsten und ein Wattestäbchen. Oder zwei. Dann hat man hier eine Toilette. Das sieht doch irgendwie gar nicht so gut aus. Diese Waschflecken oder was das ist. Und eine japanische Toilette. Nicht ganz modern, aber trotzdem mit Bidet-Funktion. So, dann bin ich gespannt, was sich hier hinter befindet. Ich mach mal hier Licht an. Oh, okay. Bisschen Reizüberflutung gerade. Jetzt wisst ihr, glaube ich, warum. Schaut euch mal diese Fliesen an. Dann so eine riesen Wanne, eine Art Whirlpool. Ich glaube, das ist halt auch typisch für ein Love Hotel. Passen gut zwei Leute rein, würde ich sagen. Und auch ein bisschen Spiegel wieder. Hallo. Auch dieser ganze Duschbereich ist riesig. Hier hast du die Dusche und da Shampoo und so weiter. Hier noch ein typischer Stuhl, wo man sich hinsetzen kann zum Duschen. Das ist ja in Japan relativ geläufig. Dann hast du hier noch neben der eigentlichen Tür eine andere Art Tür, die ja milchig ist, wo man nicht ganz durchgucken kann. Hat vielleicht auch irgendwie seinen Reiz, wenn dann jemand hier drin ist und sich abduscht und man sieht das so leicht. Ich glaube, das gibt es auch bei anderen Hotels. Das war's vom Bad. Und dann können wir doch kurz nochmal drauf eingehen, was sich unter dem Fernseher befindet. Hier hat man einen Schrank mit zwei Tassen, zwei Gläsern, zwei Löffeln. Bisschen Instant-Kaffee, ein bisschen Instant-Tee, ein richtig retro Wasserkocher und dann daneben ein Kühlschrank. Machen wir den mal auf. Ah, okay. Und da hat man eine Minibar, unter anderem mit Wein, grünen Tee, einem Sportdrink, Dosenbier und unter anderem mit Kaffee in der Dose. Ich will mal gucken, was passiert, wenn man auf den Knopf hier drückt. Dann mache ich mal hier zur Sicherheit den grünen Tee. Oh. Wenn man auf den Knopf drückt, dann öffnet sich das. Man kann es rausziehen. Nein! Aber gut, kann ja nicht schaden. Ich meine, tut ja nicht weh irgendwie, oder? Außer es ist richtig teuer. Oh, sogar mit Kirschblütendesign. Sehr cool. Und das war die grobe Roomtour von dem Love Hotel Zimmer hier in Osaka. Ja, also ich finde echt, dass das Love Hotel Zimmer schon ziemlich cool ist, weil es hat so viele Details. Allein diese Lampe irgendwie finde ich sehr cool gemacht und dieser Boden und ja, natürlich das Highlight, der VW Käfer, wo man sich sogar reinsetzen kann und dann einfach der Gedanke, dass du dann auf den riesen Fernseher gucken kannst und dann sozusagen dein persönliches Autokino hast. Aber das finde ich echt cool. Ansonsten natürlich cool, dass das Bett so groß ist, dass es die Spiegel gibt. Und diese Details gefallen mir auf jeden Fall. Was mir aber aufgefallen ist und was mir nicht so gefällt, ist halt, dass es alles so ein bisschen ranzig ist, so ein bisschen alt, ja, ein bisschen veraltet. Ich denke, das sieht man auch bei den Aufnahmen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die wahrscheinlich ein bisschen typisch Love Hotel ist, weil es viele ältere Love Hotels gibt und weil die halt nicht primär darauf ausgerichtet sind, dass es alles so super aussehen muss, sondern eher, ja, eine andere Funktion eben haben. Ja, also wenn ich die Elemente jetzt aufzählen wollen würde, die dieses Hotel eben von anderen unterscheiden oder was das eben zu einem Love Hotel macht oder zum Love Hotel Zimmer und nicht zu einem normalen Hotelzimmer, dann würde ich halt sagen, diese ganzen Spiegel,
allgemein, dass es so ein Thema hat mit dem Auto und so, dass es zwei riesen Fernseher gibt, dass es diese Anlage gibt, wo du das Licht einstellen kannst, direkt in deinem Bett, dass das Bett groß ist, dass es keine richtigen Fenster gibt, dass das Bad groß ist und die Badewanne einen Whirlpool sozusagen hat. Und was immer im Love-Hotel eigentlich gibt, soweit ich weiß, ist halt, dass der Fernseher auch Erwachsenenkanäle hat, ja, die man gratis angucken kann. Und ja, in der Regel gibt es in Love-Hotels auch Kondome. Hier habe ich noch nichts gesehen. Kleiner Kritikpunkt vielleicht, das ist natürlich wichtig für die Gäste. Und ja, manche Love-Hotels bieten, denke ich, auch so Kostüme an, ne, wo man sich so ein bisschen verkleiden kann. Bisschen so rollenspielmäßig, das gibt es auch. Spielzeug für Erwachsene gibt es auch bei manchen Love-Hotels, in diesem Fall nicht. Aber was wir hier zum Beispiel auch hatten, ist halt sowas wie so Skin-Lotion und so weiter. Ne? Das ist ja auch, ja, wie soll ich sagen, in normalen Hotels würde das jetzt auch nicht geben. Aber allgemein, wenn ich über das Konzept Love Hotel und so nachdenke, dann muss ich sagen, dass ich das an sich von dem Grundkonzept sogar relativ gut finde, weil das ist mir auch allgemein in Japan aufgefallen, dass verschiedene Aktivitäten in verschiedenen Räumen stattfinden. Es ist ja allgemein so in Japan, dass es viele gesellschaftliche Regeln oder Normen gibt, an die man sich halten sollte. Und gerade da sind ja solche Orte wie Kneipen in Japan oder Karaoke-Kabinen oder eben Love-Hotels sind da eben umso wichtiger vielleicht in der Gesellschaft, weil du da ja irgendwie wirklich mehr alles fallen lassen kannst und nicht so an diese Regeln denken musst und nicht so krass an den Umgang mit anderen Leuten. Und ja, für Leute, die sich jetzt fragen, hat das nicht irgendwie so ein bisschen was Verruchtes oder so? Ja, das Gefühl habe ich halt ein bisschen manchmal, wenn ich in ein Love-Hotel reingehe, da bin ich immer relativ nervös. Aber es ist tatsächlich so, dass es angeblich über 30.000 Love-Hotels in Japan gibt, nach verschiedenen Quellen. Manche sagen auch über 10.000. Aber wenn du in Japan lebst, dann fällt dir auf, dass es so viele Love-Hotels gibt. Die sind teilweise auch in relativ normalen Straßen. Oder auch wenn du mit der Bahn fährst, die sind oft in der Nähe von Bahnhöfen. Und da siehst du direkt so ein bisschen am Namen, an der Leuchtreklame, ah, das ist ein Love-Hotel. Es gibt wirklich viele. Und deswegen wird es logischerweise auch von vielen benutzt. Ich denke, das ist ein Riesen-Business. Es ist auch so, dass es relativ normal ist, dass man vielleicht als junger Mensch oder als Student, ne, wenn man noch bei den Eltern wohnt, dass man dann vielleicht in ein Love-Hotel geht oder vielleicht ein Pärchen, was die Beziehung wieder so ein bisschen auffrischen möchte oder so. Natürlich wird es auch für solche Sachen wie Escort oder sowas benutzt oder für Affären, ja, das kommt, denke ich, auch vor. Aber an sich ist es ein Ort, wo viele Paare auch einfach hingehen. Es ist deswegen gar nicht mal sowas gesellschaftlich Schlimmes, sondern ich denke, dass fast jeder Japaner irgendwie mal in einem Love-Hotel schon mal war und bestimmt auch viele regelmäßig gehen. Ja, aber jetzt genug ernsthafte Dinge gelabert. Jetzt wird es Zeit für Dinge, die man eigentlich wirklich im Love Hotel tun sollte. Smoothies sollte man immer schön schütteln. So, Frühstück ist angekommen. Wir haben den nächsten Morgen, es ist 9 Uhr und ja, jetzt kann ich schön den Tag starten. Und zwar konnte ich gestern an der Rezeption Frühstück dazu bestellen und da konnte man die Uhrzeit nennen. Ich habe gesagt, 9 Uhr ist entspannt und da hat mir die Dame von der Lobby das Frühstück an die Tür gebracht. Hört sich natürlich nach richtig krassen Service an, Frühstück an die Tür. Liegt aber eher daran, dass es keinen Frühstücksbereich in Love-Hotels eigentlich gibt. So. Es ist jetzt nicht so, dass du im Love-Hotel am nächsten Morgen dann so einen Frühstücksbereich hast, wo du alle Personen sehen kannst. Es soll ja anonym sein. Und ich muss sagen, Frühstück sieht echt auf jeden Fall solide aus. Bisschen Toast, Salat, Weißkraut, Scrambled Egg, Bacon, zwei Äpfel, ein bisschen Marmelade, Margarine und so. Und ich konnte noch einen Kaffee dazu wählen. Habe ich natürlich genommen. Und dann habe ich noch den Smoothie von gestern. Ja, was will man mehr? So, das Frühstück ist aufgegessen. War echt ganz gut. Also, ich merke ja so ein bisschen, wenn was mit Liebe gemacht ist und wenn nicht. Und ich finde, das hatte so ein bisschen Liebe auch drin. Geht voll klar. Damit war es das auch vom Aufenthalt in diesem Love Hotel. Ich werde jetzt auschecken und dann kommen wir mal zum Fazit. So, als Fazit kann ich sagen, dass ich weiterhin, wenn es um wirklich nur eine Nacht übernachten geht, ein richtiges Hotel immer einem Love Hotel eigentlich bevorzugen würde. Außer es geht um gewisse Aktivitäten oder man geht wirklich nur für 2 Stunden hin. Dann kann sich auch ein Love Hotel auf jeden Fall auch
Regionen, meiner Meinung nach. Diese Zimmer, die man in Love Hotels teilweise hat, die sind auf jeden Fall einzigartig und was Besonderes. Ja, aber da denke ich mir eben auch, wenn es schon so ein interessantes Zimmer ist, dass man dann auch die gesamte Gestaltung mehr Premium macht, das irgendwie saniert und so weiter. Aber ja, dann würde es ja auch ein richtiges Hotel wahrscheinlich sein und dann würde man auch das Frühstück dann verbessern und ein Buffet machen und dann wäre es kein Love Hotel mehr am Ende des Tages. Und das sind so ein paar Gedanken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne beim ersten Teil vorbei. Ich habe schon mal ein anderes Love Hotel Video gemacht. Habe ich mal in der Beschreibung verlinkt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich weiterhin verrückte Sachen in Japan testen bzw. zeigen soll. Das war's von mir. Ich bin raus. Macht's gut und Peace.